Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Play Final Fantasy. Ja, ich muss einmal eine Sache vorweg sagen, und zwar habe ich den Account wieder gewechselt. Also ich hatte ja diesen zweiten Account angelegt, damit ich diese Probetage nochmal mitmachen konnte, und man kann es jetzt nicht so wirklich an dem Char sehen, weil der sieht, glaube ich, ziemlich gleich aus. Ich habe auch versucht, ihn mehr oder weniger hundertprozentig gleich hinzukriegen. Ich habe nämlich jetzt auf meinen eigentlichen Account, und jetzt haltet mich alle für bekloppt, ich habe irgendwie, bin irgendwie so geflasht, in Anführungszeichen, von dem Spiel, auch wenn ich zugeben muss, dass diese Steuerung immer noch scheiße ist beim Kampf. Aber ansonsten finde ich dieses Spiel einfach nur klasse von der Grafik her und von den Charakteren her und so, dass ich mir, dass ich zugeschlagen habe, als gerade ein Angebot draußen war. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr das Angebot vielleicht auch noch finden. Und zwar ist da die Complete Edition gerade im Angebot gewesen. Das heißt, das Hauptspiel plus alle drei Kapitel sind es, glaube ich. Also insgesamt, meine ich, waren es vier Sachen. Habe ich jetzt gekauft und habe die ersten 30 Tage trotzdem noch kostenloses Spiel. Also da brauche ich jetzt noch kein Abo für. Gut, ja, man könnte jetzt sagen, ich hätte 60 Tage kostenlos kriegen können. Ne? Aber ich sag mal, ist nicht so schlimm, wie ich finde, weil ja, ich doch bisher ziemlich begeistert von dem Spiel bin. Wie gesagt, außer die Kampfsteuerung und ein bisschen die Bewegungssteuerung. Die ist auch gewöhnungsbedürftig, aber das geht noch. Also die Kampfsteuerung finde ich persönlich ein bisschen schlimmer, dass man halt erst die Feinde auswählen muss. Denke ich, werde ich mich aber auch eingewöhnen können. Also ich habe das ja bei mehreren anderen MMOs auch schon gehabt mit dieser Steuerung, und da hat es mich zwar auch immer genervt, aber ja, ich habe es trotzdem irgendwie immer hinbekommen. Und ja, wie gesagt, ich habe noch kein Abo, aber ich habe schon die 30 Tage kostenlos. Die haben gestern jetzt angefangen, und ich bin ja begeistert, will ich jetzt noch nicht sagen, aber ich bin erstmal riesig gespannt, heftigst gespannt darauf, was jetzt noch alles auf uns zukommen wird. Für diesen Anlass musste ich mir aber diesen Char nochmal komplett neu machen. Also ich habe versucht, genau die gleiche Haarfarbe zu nehmen. Ich habe die gleiche Frisur genommen, die gleiche Augenfarbe, alles. Also ich hoffe, das hat jetzt auch alles so hingehauen, dass wirklich alles genau gleich ist. Und ich habe versucht, den Char soweit schon mal zu leveln. Also ich habe jetzt eben ein bisschen gespielt. Ich bin jetzt auf Stufe 3. Ich glaube, das war ich mit dem anderen alten Char sozusagen auch. Ich bin auch mittlerweile in einer Gilde drin. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und zwar heißt die Altera Pass, was auch immer das übersetzt heißen soll. Und da werde ich auf jeden Fall auch mal das ein oder andere Mal aufnehmen, wenn wir mal durch Dungeons laufen. Ich habe keine Ahnung, ob man da ein gewisses Minimum-Level haben muss oder nicht. So wie bei Teso, da kann man ja erst ab Level 10 in den ersten Dungeon rein. Das weiß ich noch nicht. So, jetzt ist mein nächstes Problem. Ich sollte ja eigentlich die Gilde der Druiden einen Besuch abstatten. Wenn ich da drauf klicke, ist das genau neben mir. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der gute Herr hier ist oder es ist eine Dame. Nee, es ist eine Dame. Wir versuchen es aber trotzdem mal, die anzusprechen. Du suchst nach den Geheimnissen der Druiden-Abenteuerin? Dann bist du hier genau richtig. Sei gegrüßt und willkommen bei der Gilde der Druiden. Kommst du auf Bitten von Mion? Ha, sehr gut, das ist die richtige. Ah, dann gebe ich dir am besten eine kurze Einführung in die Geschichte und grundlegende Arbeitsweise unserer Zunft. Die Kunst der Druiden besteht im Manipulieren der Elementarenergie durch ein tiefgreifendes Verständnis der Natur. Unsere Magie beeinflusst unmittelbar die Lebenskraft eines Wesens, und wir sind bekannt für unsere heilenden Zauber. Diejenigen mit einem Talent für das Weben des Äther werden gewöhnlich als Magier bezeichnet, und sie betreiben ihre Künste schon seit uralten Zeiten. Der Übergang zu einer formalen Ausbildung zum Druiden fällt jedoch mit der Gründung Gridanias zusammen. Ich rede nun von Ereignissen, die mehr als 550 Jahre zurücklegen. Da sie nicht von den Gebietern akzeptiert wurden, waren unsere Vorfahren gezwungen, unter der Erde in der Stadt Gelmorra zu hausen. Aber sie waren nicht willens, ihren innigen Wunsch aufzugeben, inmitten der Zweige des Waldes der Einkehr zu leben.
Und so suchten die Siedler nach Wegen, mit den Gebietern zu kommunizieren. Im Gegensatz zu unserer Eins und anderen Kreaturen bestehen Gebieter aus purem Äther. Somit waren Magier, die sich mit der Manipulation dieser Materie beschäftigten, in der Lage, eine Verbindung herzustellen. Nach 50 Jahren voller fehlgeschlagener Versuche erzielten die Magier einen Erfolg in den Verhandlungen mit den Gebietern. Unseren Vorfahren, deren Anwesenheit nun toleriert wurde, wurde es gestattet, innerhalb des Waldes eine Siedlung zu errichten. Dies war die Geburtsstunde von Cridania. Von diesem Zeitpunkt an sprachen die Gebieter des Waldes durch unsere Magier zu uns. Die Elementare führten die Bewohner von Cridania mit unserer Weisheit und lehrten uns ein Leben im Einklang mit der Natur. Ach so, stimmt, irgendwie sind die ja unter der Erde, da hat die recht. Und dank der geduldigen Anleitung durch die Gebiete erlangten unsere Magier mehr Kontrolle über die Elemente und ein besseres Verständnis der Essenz des Lebens. Dieses neue Wissen wurde eingesetzt, um die uralten Zauber zu verfeinern und neu zu formen, die nun als Kunst der Druiden bekannt sind. Jetzt kriege ich einen Schluck auf. Ich hoffe, ich konnte dir damit die Gilde der Druiden ein wenig näher bringen. Solltest du den Wunsch verspüren, tiefer in die Mysterien der Druidenkunst einzusteigen, dann lege ich dir nahe, unserer Gilde beizutreten. Ich kann mit deiner Einführung beginnen, wann immer du möchtest. Gib mir Bescheid, wenn du bereit für den ersten Schritt bist. Ja, bitte. Ich möchte. Aber bevor ich jetzt da draufklicke und jetzt nochmal mit ihr spreche, so blöd das auch klingt, muss ich mal zumindest bisher ein absolutes Kompliment machen. Ich habe bisher auf die Schnelle nur einen einzigen Rechtschreibfehler mitbekommen. Und wer meine Let's Plays verfolgt hat, weiß, wie mir das teilweise wirklich an die Nieren geht, wenn Rechtschreibfehler drin sind oder gar ganze Sätze komplett abgebrochen sind oder so. Ganz, ganz großes Kompliment an diejenigen, die das Ganze übersetzt haben. Es sind sehr schöne, sehr verständliche deutsche Sätze drin. Ich lache jetzt zwar, weil es eigentlich was ist, was man nicht erwähnt, aber ja, ganz großes Kompliment, weil ich bin von vielen, vielen anderen Spielen was ganz anderes gewohnt. Und hast du den Entschluss gefasst, der Druidengilde beizutreten? Ich wollte schon Drachengilde sagen. Ist der erste Schritt auf dem Weg, ein Mitglied der Druidengilde zu werden. Ja, das ist doch schön. Kann ich das überhaupt, weil die ist so blau? Verstanden. Dann möchte ich dir gerne Esumian, den Leiter unserer Gilde, vorstellen. Er ist der oberste der Seher, der erfahrensten unter uns Druiden, die mit den Gebietern des Waldes Rat halten und die Geschicke Cridanias lenken. Ich werde ihm deinen Entschluss mitteilen. Triff dich mit ihm bitte im hinteren Teil der Grotte. Ich muss dich jedoch darum bitten, innerhalb unserer Unterkunft die Stimme nicht zu sehr zu erheben. Du könntest dadurch meditierende Druiden um ihre Ruhe bringen. Das heißt, ich darf nicht auf Ä drücken und irgendwelche Faxen machen. Gut, sprechen wir mal mit dem Gildenmeister. Wieso hat er so ein Plus dran? Das sieht eher nach sie aus. Esumian. Achso, eine Abenteurerin. Ich bin sehr erfreut, dass dich die 12 zu uns geführt haben. Mein Name ist Esumian und ich versuche, diese Gilde zu leiten, so gut ich kann. Das hat sich gereimt. Du bist zu uns gekommen, um dein Wissen als Druidin zu vertiefen. Dann will ich sogleich damit beginnen, dir etwas über unser Tun zu erzählen. Wir Druiden praktizieren animistische Magie. Wir leihen uns die Kräfte der Natur, um die Umgebung unserem Willen entsprechend zu verändern. Unsere Zauber können sowohl heilen als auch Schutz verleihen. Sie können aber auch zerstörerische Kräfte entfesseln. All unsere Zauber funktionieren jedoch nach ein und demselben Prinzip. Druiden erlernen bei uns zuallererst, ihr Umfeld zu verstehen. Wer begriffen hat, welche Kräfte der ihn umgebenden Natur innewohnen, der vermag sich diese auch zunutze zu machen. Wir bedienen uns dabei der Macht der Elemente Erde, Wind und Wasser. Aus diesen Elementen lassen sich mit ausreichend Training magische Geschosse formen, mit denen man sich seiner Feinde erwehren kann. Wenn du lange genug bei uns bleibst, wirst du nicht nur das Heilen von Wunden, sondern auch von Flüchen, Vergiftungen und Krankheiten erlernen. Irgendwann wirst du sogar zu Boden gegangene Kameraden auf meine Beine helfen. Auf meine Beine, genau.
Druiden darfst du nicht als bloße Heiler oder Zerstörer vorstellen. Wir unterstützen unsere Verbündeten mithilfe unserer Magie auf unterschiedlichste Art und Weise. Moment, ich dachte, ich bin ein Kampfmagier. Nun schaust du mich an wie alle Abenteurer vor dir, mit denen ich dieses Gespräch geführt habe. Sorge dich nicht, du hast viel Zeit, um meine Worte verstehen zu lernen. Sei dir nur darüber im Klaren, dass die Kräfte der Natur nicht dir alleine zustehen. Wenn du dir die Kraft der Natur zunutze machst, dann tu es für das Allgemeinwohl und nicht nur für dich selbst. Versprich mir, dass du als Mitglied unserer Gilde auf die Natur hörst und niemals weder deine Pflichten noch dein Training vernachlässigen wirst. Oh, den starren Blick, ich muss da mal ein Bild von machen. Tut mir leid, Leute, aber die guckt so irre. Schwörst du, im Einklang mit der Natur zu leben? Nö. Natürlich. Eine weise Entscheidung. Ich, Esumian, heiße dich, Eve, hiermit herzlich als Mitglied in der Druidengilde willkommen. Ich möchte dich nun einen kleinen Test unterziehen, um herauszufinden, wie bewusst du deine Umgebung wahrnimmst. Außerhalb der schützenden Stadtmauern gibt es Marienkäfer, Baumhörnchen und Forstfungi. Ach, waren die vielleicht doch da in der Nähe? Weil die habe ich ja letztes Mal nicht gefunden. Ich möchte, dass du jeweils drei von ihnen bezwingst. Bezwingen oder töten? Dieses harmlos aussehende Wesen schädigen die Bäume und verhindern, dass sich der Wald von den Schäden der siebten Katastrophe erholen kann. Atme tief ein, wenn du im Wald bist und öffne deine Augen für das Unsichtbare. Spüre die schier unerschöpfliche Lebensenergie, die uns all umgibt. Mithilfe dieser Energie wirst du deine Zauber wirken und den Bestand der Monster auf eine für den Wald annehmbare Zahl verringern. Geh nun und erfülle deine Pflicht als Mitglied der Druidengilde. Jo. Ja, Forstfungi muss ich ja sowieso... Ja, da oben steht nur besiegen. Also da steht erledigen und da steht besiegen. Ist das jetzt gleich oder ist das jetzt was anderes? Ich weiß es nicht. Wir gehen aber mal dahin. Wir haben auch keine neue Kraft bekommen. Also denke ich mal, dass wir die einfach töten müssen. Was jetzt gerade irgendwie sehr brutal klingt. aber was nun mal so ist. Mich würde übrigens auch mal interessieren... Vielleicht könnt ihr mir das in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das Spiel, also sprich Final Fantasy, schon mal gespielt habt. Oder vielleicht noch am Spielen seid, ich weiß es ja nicht. Wenn man ein Gildenmitglied ist, kann man seine Gildenmitglieder bei sich auf der Karte sehen oder nicht? Das wäre jetzt meine große Preisfrage des Tages. Oh, Tag ist gut. Es wird nämlich auch wieder hell. So... Ich nehme stark an, dass das wirklich heißt, dass ich die töten soll. Ja, besiegen heißt wohl töten. Okay. Ja, wenigstens müssen wir jetzt nur noch drei von denen finden. Die ist außer Reichweite. Dann nimm dir doch eins, was näher ist. Wieso bist du am Baumhörnchen? Das wollte ich doch gar nicht. Wir müssen immer noch Forstfungi finden. Die Frage ist jetzt nur, sind die auch hier? Da hinten scheint ein ganz neuer Bereich zu sein. Wache des Klageregimes. Okay, wir gehen mal eben hier gucken. Kommen wir hier durch? Ja.
Vielleicht kann man ja hier Flüstereinstallung. Da ist auch eine Quest, beziehungsweise da sind mehrere Quests. Ich würde normalerweise sagen, naja, ich nehme die ja immer so schön alle an, ne? Das ist ja das Problem. So. Wenn du gerade Zeit hast, könntest du den Wald von ein paar Schattenmilben befreien. Traust du dir zu, 6 von den Biestern zu erledigen? Uff, wenn ich die finde. In letzter Zeit ist es nämlich öfter vorgekommen, dass die jungen Kokobos, die gerade zugeritten wurden, ach, das sind Kokobos, vor den Schattenmilben gescheut haben und ihre Reiter abgeworfen haben. Bei Kokobos wirken solche Schreckmomente noch tagelang nach und einige lassen nie wieder einen Reiter in ihre Nähe. Deshalb hoffe ich, dass du uns hilfst, die Störenfriede zu vertreiben. Kann ich versuchen. Also töten kann ich sie, aber ob ich sie alle vertreiben kann, das kann ich nicht versprechen. Und was ist mit dir? Ja, du bist es. Die Abenteurerin, von der in letzter Zeit alle reden. Oh, habe ich schon so einen guten Ruf. Cool. Kannst du mir auch einen Gefallen tun? Klar. Es geht um einen einfachen Botengang. Doch er wird dich durch den Wald führen und ist deshalb nicht ganz ungefährlich. Für jemanden wie dich wird das sicher ein Spaziergang. Der Leinenbeutel, den du transportieren sollst, müsste noch auf dem Feld hinter der Stallung liegen. Frag Gillian danach. Sie wird ihn dir zeigen. Wer ist Gillian und wo finde ich sie? Hier hinter den Stallungen? Hallöchen! Unreines Erdexegon. Was ist das denn für ein Ding? Okay. Bion schickt dich? Sehr gut. Ich bin froh, dass sie endlich jemanden gefunden hat, der diese Stinkbombe von ihr fortschafft. Der Beutel stinkt so gewaltig, dass einem übel wird. Deshalb habe ich ihn da hinten in der Ecke deponiert. Der Leinenbeutel muss zu dem Seher Nolanael gebracht werden. Er pflegt den gesegneten Jungbaum. Also wirst du ihn dort am ehesten antreffen. Der heilige Baum liegt mitten im Wald, westlich von hier. Okay, da. Gut. Damit haben wir aber noch immer nicht diese berühmt-berüchtigten Forstfungis, wo ich immer wieder Lust auf Pizza kriege, wenn ich den Namen höre, gefunden. Hier sind Schattenmilben schon mal. Das ist gut. Hat der mich jetzt gerade erschreckt? Das sind Spinnen! Wollt ihr mich verarschen? Oder zumindest so komische Spinnenviecher. Komm, geh tot. Ich mag dich nicht. Weg. Ah. Was bist du? Aber du bist ein Baumschratableger. Du bist kein Forstfungi, oder? Wing. Okay, das scheint ja nicht allzu viel gegen die auszurichten. Na gut. Achso, ich muss 6 Stück machen. Oh. Ach, geh weg. Scheiße. Ja, wie, die bewegen sich und dann sind die auf einmal außerhalb der Reichweite oder was? Wollt ihr... Wie, ich kann das Ziel nicht sehen. Mach die Augen auf. Steht direkt vor dir. Mach die Augen lieber wieder zu. Es ist eklig. Mit den Viechern, die da hinten rumlaufen. Das sind aber Xal Stutzschwinger oder sowas. Okay. Komm, eins von diesen ekligen Viechern noch. So, das war jetzt nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass wir immer noch nicht diese blöden Dinger gefunden haben. Oh, geh weg. Ich mag die nicht angucken. Und jetzt schon wieder eine neue Quest gefunden haben.
Oder ist das der eine? Nee, du hast mir was mitgebracht. Okay. Ach, das war der mit dem Stinkbeutel hier. Ah, was für ein Duft. Darauf habe ich schon sehnlichst gewartet. Vielen Dank. Dieser Dung wird unseren jungen Baum gut tun, auf dass er wachsen und gedeihen möge. Chocobo-Dung ist schließlich ein hervorragender Dünger, der nicht umsonst auch beim Anbau von Gizar-Blättern verwendet wird. Er riecht ein bisschen streng, aber nach ein paar Tagen verschwindet der Geruch von den Händen. Keine Sorge. Ja, super. Also kehre zur Stallung zurück und richte Bionett meinen Dank aus. Okay. Mache ich gerne, wenn ich dann von diesen Schattenmilben wegkomme. Oh, die sind so eklig. Weil die halt wirklich ne, so spinnenmäßig sind. Ich probiere jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt besiegen kann. Ich weiß gar nicht. Stufe 12. Oh. Und die sind alle Stufe 4. Vielleicht sollte ich den doch nicht versuchen. Hallo. Ich möchte die abkürzen. Danke. Nolanel hat sich also zufrieden gezeigt, ja? Dann bin ich beruhigt. Vielen Dank für deine Hilfe. Wie bitte? Ich hätte dich warnen sollen, dass in dem Beutel Schokobodung steckt. Habe ich das nicht gesagt? Ach, ich bin in letzter Zeit aber auch zerstreut. Nun ja, vielleicht kann ich dich mit dieser kleinen Belohnung versöhnen. Heiltränke sind immer gerne genommen, auch wenn ich eine Magierin bin, aber egal. So, was ist mit dir? Für dich musste ich die Viecher. Habe ich doch noch nicht alle. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast die Schattenmilben zurück in den Schatten gejagt. Ach so, das war der Einzelne, okay. Wo sie auch hingehören. Wir können uns nun wieder auf die Ausbildung der Chocobos konzentrieren. Unsere gefiederten Lieblinge sind ja so sensibel und schreckhaft, dass es nicht leicht ist, sie an Soldaten und Abenteurer auf ihren Rücken zu gewöhnen. Dank dir werden die miesen Schattenmilben uns nicht mehr dabei stören. Auf dich ist Verlass. Und wenn es dir recht ist, werde ich dich meinen Bekannten weiterempfehlen. Ja, klar. Gerne. So, noch eine Quest. Ich wollte aber gerade eigentlich abschließen. Überlegt, wie ein Ölläuse. Okay, dann lehne ich das jetzt erstmal ganz freundlicherweise ab und stelle mich jetzt mal so ganz provokativ neben den und drehe mich natürlich direkt in die falsche Richtung um, weil ich auf die falsche Taste gedrückt habe. Es war natürlich auch wieder klar. So, ja, was ich eigentlich sagen wollte. Wir sind jetzt schon über unserer Zeit drüber, beziehungsweise ich würde hier gerne mal einen kleinen Cut machen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir diese komischen Viecher herkriegen sollen. Ich habe immer gedacht, die wären im Wald, aber wahrscheinlich sind die irgendwo an einer anderen Stelle vom Wald oder so. Ich habe absolut keinen Schimmer. Ich werde aber auf jeden Fall weitersuchen und ich werde natürlich auch noch andere Quests abschließen. Und wie gesagt, ich bin im Moment total begeistert. Bis auf die Kampfsteuerung, die mag ich halt nicht so. Aber naja, ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass ich das jetzt nochmal erwähnt habe. So. Ja. Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen, außer ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.